أشهد أشهد أن أن لا إله لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا رسول رسول الله. الله. Danke. So glücklich. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Am ganzen Körper, das ist so eine Last, die vom Herzen fällt. Das ist wunderschön. Alhamdulillah, Bruder, Alhamdulillah. Danke. Vielen, vielen Dank. Du spürst das im Herzen jetzt. Es ist wunderbar. Ich bin am ganzen Körper, aber ich bin einfach nur glücklich. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bruder. Also Alhamdulillah, du hast dich mit dem Koran beschäftigt und du hast dich mit dem Islam beschäftigt und du hast festgestellt, dass das die einzig wahre Religion ist. Das ist die einzig wahre Religion. Man muss bloß das Buch lesen, die ersten Suren, und das ganze Buch ist voller Wahrheit. Alhamdulillah. Die Rechtleitung. Das ist ganz offensichtlich. Alhamdulillah, Bruder. Und du hast dich mit allen Religionen vorher beschäftigt. Ich habe mich mit Buddhismus beschäftigt, mit dem Christentum. Ich habe mich also mit esoterischen Dingen beschäftigt. Und der Islam war immer im Hintergrund, immer stark, immer das Gefühl, da liegt die Wahrheit, da liegt die Wahrheit, das andere ist nicht die Wahrheit. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Bruder. Ich bin nicht sehr glücklich im Moment, aber auch eine starke Verantwortung ist das jetzt, möglichst stark in der Lehre zu sein und ja, inshallah, Bruder. Also möge Allah aus dir ein Vorbild für den Islam in diesem Land machen, inshallah, weil wir wirklich tatsächlich starke Muslime brauchen, die diese Religion richtig im Herzen tragen und richtig praktizieren. Es reicht nicht, dass man sagt, ich bin Muslim. Wir haben so viele Muslime, die den Islam nicht richtig praktizieren und sie schaden dem Islam auch. Also möge Allah aus dir ein leuchtendes Vorbild für den Islam machen. Wir brauchen starke Persönlichkeiten, Leute, die den islamischen Charakter und die islamische Lehre richtig präsentieren und richtig darstellen. Und du weißt, ich kann dir nur sagen, also die meisten, die besten islamischen Gelehrten sind kein Araber gewesen. Also Alhamdulillah, Allah hat in dir was Gutes gefunden für den Islam. Und inshallah hat Allah dich dafür extra für diese Aufgabe recht geleitet. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, أشهد أن لا